Our world has fallen to fade. Its great works long since complete. Its storied civilizations long since fallen to dust. The greatest legends of Elysium long since forgotten. What was once a land of promise has fallen to the ravages of war. And it was in this, our most desperate hour, that the greatest of Elysian tales began. The lone warrior stood against an army, slashing his way through all who opposed him. The mob stood no chance, and the soldier showed no mercy. But despite his victory, his skills, his ruthlessness, the valiant soldier would perish on this day. Not to the mob, but to a single child. Dust. Dust. Arise. What? A talking sword? What are you? Only that which you have summoned. Summoned? How? For what purpose? That I do not know. But we shall learn in time. Now rise and claim the blade of Ara. Stop! Stop right there! And who is she? Me? I'm Fidget, Guardian of the Sword. Und damit herzlich willkommen, Leute, bei einem neuen Let's Play. Wir spielen Dust, an Elysium Tale mit dem schlechtesten Pun aller Zeiten im Titel. Gut, wir habt gesehen, worum es geht. Wir haben ein kurzes Intro erhalten, sehen, was passiert ist. Und jetzt sind wir scheinbar dieser Krieger, allein von der Silhouette her. Und aufgewacht im Wald, ohne Erinnerung. Fangen wir weiter. Fidget, die Hüterin des Schwertes, okay, du siehst mir nicht aus wie eine Hüterin. No offense, but aren't you a bit, well, small? For a guardian, I mean. Hey, I just look after that thing. After 200 years, nobody expects the sword to just fly off and start, you know, talking. I'm kind of wishing somebody told me this was part of the job description. Or maybe they did, and I just wasn't paying attention. Maybe that happens sometimes. Ja, okay. Ihr seht, das Voice Acting ist super und das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht dazwischen reden werde. Also, verzeiht mir hier meine Stille. Dein Name ist Fidget? I'm sorry, I think I misheard before. You said your name was Fidget? Hey, this isn't about me. You're the one who's got my sword. How about you tell me your name? I'm... Calm yourself, Fidget. His name is Dust, and he is the one who woke me from my slumber. So, Fidget, then. That's me, and you're Dust? It would seem that way, though I can't recall that name. Was ist das eigentlich für ein Schwert? What is this sword? I am the Blade of Ara, and you, Dust, are my fated sword-bearer. Yes, well, that's all great and everything, but I think it's about time I got this sword back to the clan. I can't let you just leave with this sword, Fidget. Right now, it's the only thing that knows who I am. I don't even know how I got here. Well, then you leave me no choice. I challenge you. The winner gets the sword. Eine Sekunde. Well, I... all right, you win. But don't think I'm leaving empty-handed. I'm coming with you. But, I really need the sword back when you're done doing, you know, whatever it is you're doing. What exactly am I doing, Ara? The answers you seek lie to the east. There is a path through the glade that leads down the mountainside, and from there you will find a village. That is your first step. Then will you give me the sword? I really need to get it back home before anyone notices it's gone. When I find out just what it is I'm supposed to do with it, it's all yours, Fidget. Come on, let's go.
Gut, jetzt sind wir wirklich, jetzt kann ich wirklich Hallo sagen. Ja, willkommen zu Dust. Ich hab's schon gesagt. Wir haben noch dieser kleines Gewissen, dass wir zum Osten gehen sollen, aber ich gehe nach links. Das hat einen ganz simplen Grund hier. Ist ein Schlüsseldi. Es ist so, ich werde einen 100% Run machen auf normal, weil ich tue mir schwierig hier nicht an. Ich habe das Spiel bereits durchgespielt und es war wirklich super, es war auch auf normal damals, aber ich war halt nicht bei 100% und ich war zu faul, das jetzt zu machen, deswegen mache ich das im Let's Play. Ich denke, es ist ganz gechillt so. Wir fangen an, nach Osten, auf nach Osten. Das ist, glaube ich, der beste Weg, den wir in einen treten können. Ah, Kisten. Und die Grafik ist wunderschön. Die Lichtung. Auf jeden Fall, ich kann dir wirklich empfehlen, dieses Spiel zu... Oh, drück zu Springspace. Oh! Ich kann dir dieses Spiel wirklich empfehlen. Das war gerade letztens in Steam im Angebot. Das ist jetzt leider nicht mehr so, aber ja. Oh, nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Das ist unnötig. Ja, never mind. Ach, das ist einfach kaputt. Braucht ihr keine Ohren? Ja. Ein geheimnisvolles Mantul. Wer die Anspielung versteht, der freut sich jetzt sicher. Ja, es geht um Castlevania hier. What is it, Fidget? Well, my kind has what you'd call a sixth sense. And there's something just ahead. Fidget gibt dir Bescheid, wenn sich in der Nähe ein Schatz befindet. Ja. Das ist schön. Hallo! Spurt verfügbar. Ja, Spurten ist im Grunde ausweichen. Wir können jetzt Hutidu machen. Und du kannst dich nach unten fallen lassen. Ja, das weiß ich alles. Und ich werde es nicht mehr vorlesen. Ich werde es einfach tun. Akzeptiert es so, wie es ist. Und gib mir Sachen. 100%! Schatz. Kannst du aktiv und abgeschlossene? Ja. In alten Zeiten wurden unsere größten Schätze und unsere treuesten Verbündeten mit mächtiger Magie weggesperrt, die weit über unser Verständnis herausgeht. Der einzige Weg, diese verlorenen Schätze wieder in unsere Hände zu bekommen, besteht im Einsatz der magischen Schlüssel, die über die ganze Welt verstreut sind. Ich hoffe nur, dass wir genug Zeit haben, sich alle zu befreien. Wir haben einen Schlüssel. All right, we found a chest. Correction, we found a locked chest. Well, what are you waiting for? Smash it open. That would be unwise, Dust. These chests are protected by arcane locks from the last era. And are well beyond my capabilities. I suppose we'll need a key then. Und diesen Schlüssel haben wir. Bum, bum, bam, bam. Und offen. Es ist wirklich nicht schwer, aber es ist ein kleines, nettes Spiel und ich einfach so fertig ist. Ja, Stein der Wiedergeburt. Belebt uns einmal wieder, falls wir unsere Gesundheit übersteigen. Was ich hoffe, was hoffentlich nicht allzu bald passieren wird. Bambi! Oh Gott, soll ich aufhören? Da. Ja. Wo rennst du hin, du Sch... Oh, das ist ein kleiner Guess. Calm yourself, Fidget. Dust. Focus. Remember what you've learned thus far. Nicht viel! Ach, mash the buttons, das kann ich gut. Oh, ja, ja. Das war der falsche Button. Natürlich kann ich jetzt auch schon diese ganzen Kombos, ist nicht viel, aber ich kann die Kombos natürlich. Deswegen hoffe ich auch, dass ich diesmal nicht so schnell drauf gehe beim ersten Mal. Es war erstaunlich schnell. Nobody said anything about monsters. Man kann nicht alles haben, Fidget. Strange. Where did I learn these skills? You wield the blade of Ara and with it all the skills imbued therein. Hello? Monsters? Is that why I summoned you? To control this power? It is unlikely, Dust, that I would awaken from my slumber for such selfish reasons. There is a village beyond these woods. Perhaps finding it will aid in restoring your memories. And then we'll be in the clear, right? No more monsters? Fidget, I think things are about to get a whole lot worse. And to think, this morning started off so well. At least take these people fruits. Something tells me you're going to need them. Dankeschön. Fruchthappen. Ja, willkommen im Inventar. Das ist wunderschön. Wir können hier auswählen, welche Objekte wir über die Hotkey-Taste H benutzen können oder sie direkt benutzen. So. Das habe ich schnell gemacht, weil wir sowieso angeschlagen waren. Natürlich nicht, weil ich getroffen wurde. Eigentlich nicht.
Ja, speichern. Müssen wir auch nicht. Was geht ab? Orte der Herkunft. Jetzt werden super toll die Kombos gezeigt. Es sind wirklich nicht viele und es werden auch nicht mehr. Es ist relativ simpel gehalten, aber es ist trotzdem herausfordernd. Und das ist das Tolle. Also gehen wir mit anderen Kombos nach, auch wenn die noch nicht erklärt wurden, aber fuck it. Huak, Dodge. Jetzt können wir ziemlich cool verwirken. Wir wollen keinen Schaden kassieren, weil das ist echt scheiße, wenn ich hier schon drauf gehe. Man stirbt relativ schnell, wenn wir so Asche, Wurf am Boden. Asche zu Asche, Das geht ab. Das wird übrigens auch Pokémon Black die Nuzlocke ersetzen. Es passieren einfach viel zu viele Fehler mit DX Story, womit Asynchronitäten vorprogrammiert sind, die auch nicht so schnell enden. Was ich sehr scheiße finde, aber es ist leider so. Und. Naja, man kann das machen. Würde ich sagen. Ah, nein, ich krieg keinen Schaden. Weg. Fuck. Das finde ich echt scheiße von dir. Jedenfalls gibt es das noch nicht. Ich schaff's eh nicht mehr, das fertig aufzunehmen. Es dauert ewig. Es zieht sich. Ich habe nicht mehr wirklich Lust auf das Projekt. Also, ich hoffe, das versteht ihr und wir machen weiter. Das ist wirklich ein schönes Spiel. Ich würde sogar fast behaupten, das ist das beste Spiel, das ich dieses Jahr gespielt habe. Wirklich das beste und da waren viele gute dabei, die ich hier jetzt nicht alle aufzählen werde. Oh, was Neues. Hold here, Dust. You have unlocked a new ability. Bear witness to the dust storm. Ja, wer hat das so gehört? Staubsturm. Das klingt so toll. Holy shit! I like it. Hold the secondary attack to perform the dust storm, but beware. Skilled as you may be, you cannot maintain the storm for long without hurting yourself. In that case, maybe I can help. If you press the super ballistic fidget action button of power, I'll perform an attack so spectacularly awesome that it'll produce emotions you didn't even know existed. Super action ballistic fidget button, was? Please contain yourselves as I demonstrate. Wow! More! Very pretty. Well, maybe I'll just keep the rest of my repertoire to myself. I'm sorry, Fidget. I'm sure it'll come in handy somehow. Actually, Dust, between the three of us, this could be quite useful. The dust storm can manipulate Fidget's projectile into a more powerful attack. Observe. Und damit haben wir eine weitere der Spielmechaniken im Kampf, die so wichtig ist. Die Kombination vom Staubsturm mit Fidgets geschossen. Ja, das ist schon um einiges effektiver. Wow! Oh, by the way, every time I use my power, it will use up a bit of energy meter. You can recharge the meter with melee combos. Yes, Dust. Between your combos and Fidget's own powers, you can achieve a higher hit chain, which will yield bonus experience after each battle. However, if you are struck by an enemy, the chain will be broken. And you will lose your bonus experience. Ja, das übliche Kombo-Prinzip. Alright, I think I understand. If this is all too much for you, you can check out the help screen via the pause menu. Thanks, Fidget. I'll take a look if I'm ever in trouble. So, jetzt haben wir den Staubsturm, wir können das selber machen. Es ist aber relativ unnötig, vor allem am Anfang, weil es wirklich nicht viel Schaden macht. Man hat dann später bei Level-Ups die Möglichkeit... Wow, jetzt wurde ich schon fast... Heilige Scheiße. Hat später noch die Möglichkeit, sein Fidgets-Geschoss zu verbessern, den Angriff zu verbessern, alles Mögliche. Da ich aber schon weiß, für was ich gehen werde diesmal, wird es nicht viel Schaden machen. Auch das restliche Spiel nicht. Weil aber alles zu seiner Zeit, alles zu seiner Zeit. Das Level-Up dauert noch eine Weile, wie ihr oben seht. Ich bin Level 0, weil ich Pro bin. Oh Gott! Nein, nein, nein. Übertreiben wir ein wenig. In der Luft zu kämpfen ist am Anfang übrigens sehr ratsam, auch wenn man auf härteren Schwierigkeiten spielt, was ich nebenbei auch noch tun werde. Weil mir langweilig ist, ja. Dann, wenn man schlecht getroffen wird, wenn die Gegner nicht selber in die Luft angreifen. Oder nicht sehr oft in die Luft angreifen. Es gibt ja auch Fliegen, es gibt Spatzen, es gibt alles. Ich weiß es wirklich nicht, es gibt so viel. Ich habe wahrscheinlich noch nicht mal alles gesehen. Vergeltung, Wurf in der Luft. Wir wollen einen Wurf in der Luft. Oh Gott, scheiße. Echt gut getroffen, wow. Das ist arm. Egal. Werf die Leute runter. Das ist viel besser. Gut. Wir sollten ins Dorf gehen, wenn ich mich recht erinnere. Also. Auf nach rechts! Eine Erfahrung wird auf die blaue Leiste angezeigt. Super. Das ist
sind mega Features. Jetzt weiß ich, wie viel Fehl ich habe. Spam! Wir können das auch nicht lang, man sieht, man wird immer rötlicher, bevor man es schließlich gar nicht mehr auf ihn kriegt und sich selber in die Fresse schlägt. Was lustig ist, aber was ich nicht machen werde. Sprung ins Leere. Sie jagten mich und ich lief. 5, vielleicht 6 von ihnen, alle bis an die Zähne bewaffnet. Sie kamen schnell näher. Ich schaffte es bis zum Schützenpass, aber dank eines Pfeils in meinem Bein hatten sie mich bei der kopflosen Statue eingeholt. Ich war umzingelt, verzweifelt und sah keinen Ausweg. Also kletterte ich auf die Hand hinaus und sprang ins Leere. Das könnte theoretisch sogar schon ein Tipp sein, dass ich jemals an diesen Ort kommen muss. Das ist nicht so.